Sehr geehrte Frau Schöller, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Jonas, ich freue mich sehr, dich als weiteren Preisträger heute vorzustellen. Forschung hat natürlich immer eine inhaltliche Seite, Forschung hat aber häufig auch eine persönliche Seite. Und das ist was, was ich heute gerne ein bisschen in meiner kurzen Laudatio ansprechen möchte. Es gab so einen Presenter, den ich nehme auch, aber auch gerne das hier. Ich möchte dich gerne kurz am Anfang ein bisschen vorstellen. Jeder Mensch hat eine dunkle Seite. Bei dir fängt die gleich ganz am Anfang an. Du hast nämlich nicht in Nürnberg angefangen zu studieren, sondern an der Technischen Universität in Berlin. Zunächst mal bist du aber relativ schnell dann hier nach Nürnberg gekommen, hast die BWL studiert. Was man übrigens ganz interessanterweise sehen kann, das Studium hat bei dir länger als die Regelstudienzeit gedauert. Ist was, was vielleicht in der heutigen Bildungsdiskussion nicht ganz unwichtig ist. Also man kann auch, wenn man etwas länger studiert, später durchaus noch was werden. Du bist seit 2003 bis 2009 dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an meinem Lehrstuhl gewesen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich kann leider nicht für mich in Anspruch nehmen, dich sozusagen erkannt und entdeckt zu haben, weil du schon als Hilfskraft gearbeitet hast bei meinem Vorgänger, Herr Kummer, der dich sozusagen entdeckt hat. 2007 hier promoviert und dann, wie man hier sehen kann, ging es ziemlich schnell, nämlich bereits 2009, also 2 Jahre danach, kumulativ habilitiert. Und was natürlich für jemanden, der eine wissenschaftliche Karriere einschlägt, immer besonders schön ist, gleich einen Ruf, und zwar nicht nach irgendwohin, sondern an die Wirtschaftsuniversität Wien erhalten, wo du seit einem Jahr jetzt tätig bist. Wie man hier an den Bildern sehen kann, du hast dich kaum verändert in der Zeit. Ich habe darüber graue Haare bekommen in der Zeit, als du bei uns warst. Aber das habe ich gerne auf mich genommen. Der Preis heute der Schöller, des Schöller-Forschungszentrums ist nicht der erste und nicht der einzige. Ich hatte nur 5 Minuten, deshalb musste ich mich auf einige wesentliche konzentrieren. Es fing an mit dem Hermann-Weyler-Preis für die Leistung im Studium. Es ging über den Hermann-Gutmann-Preis für die beste Promotion hinaus, den Ludwig-Erhard-Preis, 2 sehr renommierte und auch hochdotierte Preise, der Fellow Research Fellow Award der European International Business Association ist einer der höchst dotierten Preise auf diesem Gebiet überhaupt. Und 2009 hast du schließlich auch den Habilitationspreis hier unserer Universität erlangt. Zu deinen Forschungsschwerpunkten und Veröffentlichungen und damit auch zu der Frage, was wird das sein, was du dann hier in den nächsten Monaten tun wirst. Es gibt 4 Schwerpunkte aus meiner Sicht, die dich auszeichnen. Einmal das Thema Strategien in Emerging Markets, also vor allem die Frage, wie verhalten sich Unternehmen in China, in anderen Wachstumsmärkten, Auslandsentsendung und multikulturelle Teams. Das war bereits ein Thema deiner Promotionsschrift, die in 2. Auflage inzwischen erschienen ist, was selten nur bei Promotionsarbeiten der Fall ist. Corporate Social Responsibility, ein weiteres sehr wichtiges Thema, glaube ich. Vielleicht gibt es da auch ein paar Anknüpfungspunkte zu dem, was Tom Brewer hier macht. Und schließlich das Thema, was im Vordergrund dann deines Projektes hier in den nächsten Wochen stehen wird. Was ich eben ganz besonders interessant und wichtig finde und weshalb ich auch glaube, dass du ein hervorragender Preisträger bist, dich hat immer ausgezeichnet, sowohl die wissenschaftliche Exzellenz, Publikationen in hoch- und höchstrangigen internationalen Fachzeitschriften, wie etwa dem JIBS oder jüngst Human Resource Management, aber gleichzeitig auch Praxistransfer, dich so auszudrücken, dass nicht nur Wissenschaftler es verstehen, sondern auch andere Menschen es verstehen und gleichzeitig dabei diese Mission des Schöller-Forschungszentrums, nämlich verantwortliches Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Ich freue mich sehr, dass du einer der Preisträger bist. Offenbar haben wir dich gut behandelt hier, sodass du nach einem Jahr in Wien schon wieder zu uns zurückkommst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die netten Worte
Und das stimmt natürlich wirklich. Ich bin hier in Nürnberg von allen wirklich immer gut behandelt worden und komme deshalb wirklich sehr, sehr gerne zurück. Und ich denke, das möchte ich vielleicht auch sagen, dass ich bei all den Preisen und Auszeichnungen und bei all dem Karriere, die ich jetzt vielleicht gemacht habe, kann ich klar sagen, dass ich das ohne Dirk Holtbrügge so nicht geschafft hätte. Und deshalb einfach nochmal ganz herzlichen Dank auch an dich für deine Unterstützung. Also ohne dich hätte es wirklich nicht geklappt. So, jetzt zum Thema. Ich befasse mich mit einem Thema, was Dirk Holtbrügge gerade schon etwas angesprochen hat, nämlich mit Migranten und Internationalisierung. Moment, ich wechsle mal kurz die Seiten, ich kann mit links besser drücken. Also, meine Idee ist, sich damit zu beschäftigen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie das Auslandsmarktwissen von Migranten die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessern kann. Zwei Dinge haben zu dieser Idee geführt. Interessanterweise ist sie jetzt schon ungefähr ein Jahr alt oder ich glaube anderthalb Jahre, denn vor anderthalb Jahren haben Dirk Holtbrügge und ich, als ich noch hier in Nürnberg war, über genau dieses Projekt schon mal gesprochen und uns überlegt, dass es eigentlich spannend wäre, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Die andere Seite, die dazu geführt hat, ich bin selber Migrant, denn ich lebe jetzt ja in Österreich und bin sozusagen selber jemand, der Auslandsmarktwissen nach Österreich trägt, nämlich Wissen über den deutschen Markt. Und genau die Vergabe dieses Preises zeigt ja, dass ich damit die Verbindung Österreich-Deutschland in gewisser Form wieder verstärke. Ja? Das heißt, meine Idee ist grundsätzlich zu sagen, Leute, die im Ausland leben, haben über ihren Heimatmarkt besonderes Wissen, was wir aber ganz häufig überhaupt nicht nutzen in Unternehmen. Ja? Dafür gibt es bestimmt viele Gründe. Und ich möchte mich in dem Projekt damit einfach beschäftigen, wie Unternehmen es schaffen können, das zu nutzen. Vielleicht einmal als grundlegende Idee, es ist so, dass Migration einfach ein absolutes globales Phänomen ist. Man sieht es hier, es gibt 214 Millionen Migranten weltweit, 3,1% aller Menschen weltweit sind Migranten. In den USA 13% aller Einwohner und hier reden wir nur von First Generation, also im Endeffekt sind alle Amerikaner Migranten fast. Ja. Und auch 10% aller europäischen Einwohner sind Migranten. Und wie gesagt, dazu zähle auch ich mich. Das heißt, Migration ist wirklich ein absolutes globales Phänomen von gesellschaftlicher Relevanz. Und das ist natürlich auch etwas, was für die Stöller-Stiftung eine der Zielsetzungen ist. Und deshalb möchte ich mich auch hier mit dem Thema beschäftigen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es aber so, dass wir selten Migranten als Chance begreifen, sondern vor allen Dingen in den meisten Fällen als Herausforderung, teilweise sogar auch als ein Hindernis für unsere eigene Wirtschaft oder als Gefahr oder sogar als Bedrohung. Ja? Es gibt Probleme bei der sozialen Integration, sieht man häufig in den Medien, es gibt Probleme bei der kulturellen Integration, politisch die Frage der Integration, wie schafft man das bestimmte Systeme und genauso auch wirtschaftlich, es ist so, wenn man sich Studien anguckt, Migranten haben geringere Karrierechancen oder ob sie Chancen sind, weiß man nicht. Zumindest machen sie weniger Karriere, als es Nicht-Migranten machen. Das heißt, es scheint einfach gesellschaftlich eher als eine Challenge wahrgenommen zu werden, als eine wirkliche Chance. Und genau da möchte ich ansetzen. Denn wenn man sich ein paar Studien anschaut, ist es so, dass man interessanterweise relativ klar herausfinden kann, dass zwischen Migration und direkte Investitionen bzw. Außenhandel mit bestimmten Ländern ein ziemlich großer Zusammenhang besteht. Das heißt, wenn in einem Land eine große Anzahl von Migranten aus einem anderen Land sich niedergelassen hat, verstärkt das die Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern. Ja? Das hat man auf volkswirtschaftlicher Ebene schon herausgefunden und das ist zumindest in zwei Studien, und das sind eigentlich in meinen Augen so die ersten, die sich damit wirklich beschäftigen, bereits herausgefunden. Auf unternehmerischer Ebene gibt es aber noch gar nichts. Das heißt, es gibt eigentlich keine Antwort auf die Frage, wie können Unternehmer denn Migranten einsetzen, damit sie auch erfolgreich für ihre Internationalisierung eintreten. Und genau da möchte ich mit meiner Forschung ansetzen, möchte mich damit beschäftigen, wie Unternehmen Migranten einsetzen können, um ihr Auslandsgeschäft im Endeffekt voranzutreiben. Nur so ein paar erste Ideen. Ich bin noch in der Startphase des Projektes, es ist noch nicht wirklich viel gelaufen. Daher erste Ideen. Also, wenn ich ins Ausland gehe, habe ich normalerweise eine sogenannte Liability of Foreigners. Ja, das heißt, ich kenne den Markt schlechter als meine Konkurrenten aus dem Heimatmarkt. Das ist für mich eigentlich ein Wettbewerbsnachteil.
durch den Einsatz von Migranten könnte ich diese Liability of Foreigners unter Umständen reduzieren. Ja, das wäre eine Idee. Sprachliche Probleme sind häufig auch Barrieren in der Internationalisierung. Auch hier ein Ansatz, durch Migranten etwas zu machen, etwas zu verändern. Und genauso gilt das auch für kulturelle Barrieren, die hier auch wichtig sind. So, Frage ist natürlich, warum möchte ich das hier in Nürnberg machen? Es ist so, dass wir hier auf der einen Seite relativ viele Unternehmen haben in der Region, die relativ international A arbeiten und B auch internationales Personal haben. Zum Beispiel Adidas, Rehau, Leoni, Puma oder Siemens. Ne? Also das heißt, eine ganze Reihe von Unternehmen, die bereits international tätig sind und auch internationale Mitarbeiter haben, zum Teil eben auch Migranten. Das heißt, empirisch ist hier in der Gegend durchaus eine ganze Menge zu machen. Das andere ist, sind die Institutionen, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, was natürlich auch ein Panel hat, wo unter Umständen etwas vorauskommt. Sie lachen mich schon an, das stimmt, ich werde auf Sie zukommen. Ne? Laser, ja, ich freue mich auch hier auf die Zusammenarbeit, von der Sie noch nichts wissen. Die Bundesagentur für Arbeit, ja, ist natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner in diesen Fragen. Das heißt, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, das Bundesamt für Migration, was hier auch in Nürnberg ansässig ist. Das heißt, es ist einfach aus meiner Sicht einer der idealsten Standorte für eine solche Forschung. Ja. Ich werde zeitgleich auch noch in Wien arbeiten. Wien bietet sich auch an. Die WU ist eine der Universitäten im europäischen Raum mit dem höchsten Migrantenanteil in Bezug auf die Studienmigration. Auch hier ist in meinen Augen sehr sinnvoll, etwas zu machen und natürlich vor allen Dingen mit dem osteuropäischen Raum zusammen. Und natürlich die Universität, mit der ich hier verbunden bin, die natürlich auch was dazu bringt. Und ich meine, das ist natürlich auch klar, es gibt natürlich auch neben den bereits angesprochenen Fachleuten mit Dirk Holtbrügge eine ausgesprochene Kompetenz, mit der ich nicht nur sehr gerne, sondern auch in den meisten Fällen sehr erfolgreich zusammenarbeite. So, das war eigentlich das. Die Frage ist natürlich, wozu kann das führen? Was können die Ergebnisse unter Umständen leisten? Auf unternehmerischer Ebene unter Umständen Ideen, wie integriert man Migranten? Wie sehen Karriereprogramme aus für Migranten? Antworten auf die Frage, helfen sie überhaupt wirklich oder ist das nur eine Idee, die ich habe? Das heißt also zunächst mal solche Fragen und dann vielleicht in der nächsten Ebene auch auf gesellschaftlicher Ebene die Frage, was machen wir eigentlich mit Migranten, die wir zum Beispiel hier an dieser Universität ausbilden? Ja? Müssen die rechtlich danach wieder nach Hause gehen? Ja, ist das sinnvoll oder ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, wenn wir sie hier behalten, damit sie uns bei der Internationalisierung helfen? Solche Fragen sind die sozusagen als Antwort aus dem Projekt am Ende herauskommen können. So, noch einmal vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr über den Preis. Ich bin sehr gerne hier in Nürnberg. Ich freue mich über die Möglichkeit, hier wieder tätig zu werden. Vielen herzlichen Dank für die große Ehre. Danke.